Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Baldur's Gate 3. Ja, ich muss ein bisschen was erklären, bevor wir weitermachen. Unsere Angel nimmt erstmal einen Heiltrank. Wir stehen noch hier bei den Liebenden. Ich hatte nach der letzten Aufnahme, waren wir alle sehr angeschlagen. Und ich habe gedacht, okay, komm, Spaß, ein bisschen Zeit für die nächste Aufnahme. Und gehst in dein Lager und übernachtest da und heilst alle. Dinge, die man vielleicht in anderen Let's Plays mal so macht, um Zeit zu sparen, es geht in Baldur's Gate nicht. Weil es ist in der Nacht so viel passiert. Unter anderem ist Angel gestorben. Und ich hatte ja vorher in den Kämpfen alle meine Wiederbelebungsschriftrollen aufgebraucht. Und ich konnte mich gar nicht wiederbeleben. Ja. Also, ich bin im Lager gestorben, hatte keine Wiederbelebungsschriftrollen und musste einen älteren Spielstand laden. Und das war vor dem Eulenbären. Ich bin diesmal allerdings wesentlich besser durchgekommen. Ich habe nicht einen Charakter verloren. Ich habe diesmal direkt die Option jeweils gewählt, Kampf, Angreifen, auch bei den beiden. Und ja, ihr habt es ja jetzt gesehen, ich bin nur mit ein bisschen Schaden bei Angel da rausgekommen. Das ist der Unterschied. Ich werde jetzt nicht spoilern, was im Lager passiert ist, warum ich gestorben bin. Ich denke mal, wenn wir dann das nächste Mal im Lager sind, wird die Situation wahrscheinlich nochmal passieren. Und ihr seht es dann. Also nur, damit ihr wisst, warum jetzt alle wieder ihre Wiederbelebungsschriftrollen haben. Ich habe also keine davon gebraucht. Ich bin da sehr gut durchgekommen. Und ja, das nur kurz als Erklärung. Und dann würde ich mal sagen, wir gehen mal weiter. Und gucken, was uns als nächstes so erwartet. Weil zugegebenermaßen bin ich ja ziemlich... Ja, ich will mal so sagen, ich kann kaum abwarten, wie sich das Spiel noch entwickelt. Oh oh. Das wird gespeichert. Warum? Was kommt? Was passiert? Nichts erstmal. Dann hüpfen wir doch mal darüber. Lassen wir hier reingucken. Alles mitnehmen. Können alles brauchen. So. Da liegen Leichen. Okay. Aber ich will ja wissen, was da bei den Leichen ist. Also gehen wir mal dahin. Something tore right through these people. They didn't stand a chance. Aufgebläht. Aufgebläht. Knot. I need a quick word. I need a quick word. Kno, kno. Okay. Achso, ich bin in der... Nee. Was geschieht hier? Warum rennt sie weg? Gerade. Warum ist sie weggerannt? Was bedeutet denn aufgebläht? Won't be returning alone. Die machen nix. Can't slow down.
Ah, ich gehe mal nicht weiter vor. Oh. Oh. Wer sind denn Sie? Irgendwelche Jäger. Na super. Stell dich mal da an die Seite. Swift and lethal. Die verwandeln sich. Dann sehen wir mal zu, dass wir die eine da auch noch wegkriegen. Kriegen wir aber nicht. Doch. Okay. Bis. Eieieiei. Oh. Deswegen hatte ich mich extra hinter den Wagen gestellt. Gedacht, dann treffen die mich nicht. Wieso bin ich im Nachteil? Okay, stell dich mal da in die Ecke. Ach ja, ich darf nicht weggehen. Ich vergesse das immer. Habe ich aber schon ein paar nette Gegner. Mann. 60. Nothing important is ever easy. Könnte ich denn noch machen? Hätte ich vielleicht vorher machen sollen, aber... Ich würde aber sagen, sie sollte heilen. Ach, kann sie gerade nicht. Das weiß ich auch noch nicht, warum sie manchmal nicht heilen kann. Sie geht dann doch mit Fernkampfwaffe drauf. Sehr schön. Zug beenden. Ah. Au. Okay. Make way. Ach. Komm, da hoch.
Nein. Ich will an die Fernkämpfer ran. Okay. Begone, Death. You will not take me. Oh, jetzt können die nochmal schießen. Wieso? Wer ist dran? Hebt ihn mal wieder auf. Und ich bleibe aber neben ihm stehen. Dreimal. Oh Gott. Er schießt ihn wieder down. Sie hebt ihn wieder auf. Und kann sie noch schießen? Nee, ne? Spill some blood. Geh mal hier in Sicherheit. Und dann nimm nochmal. Ab. Der hat so auf ihn abgesehen, oder? Blood follows me. Das kann ich jetzt nicht. Okay. Komm ich an sie ran? Nee. Dann versteck dich erstmal da hinten irgendwo. No choice but to keep going. Ich muss sie aufheben. That doesn't look good. These boots have seen everything. Time to strike. Bleib mal hinter ihr. Can't give up. Have to keep going. Und versuch sie an.
glaube, ihn lasse ich erstmal da, wo er ist. Warum geht das eigentlich jetzt nicht? Vile beasts. Nothing good is born from a corpse. Okay. Let them come. We will rip them from top to tail. Gnolle. War eine Menge, oder? Ich würde sagen, wir looten jetzt und dann gehen wir wirklich ins Lager. Und dann sehen wir ja, ob das gleiche wieder passiert, was ich euch nicht spoilern wollte. Was habe ich jetzt gemacht? Oh, das hätte man anzünden können, oder? Hier ist sonst nichts. What's inside? Nix. Oh, ganz viel zu essen. Nehmen wir alles mit. Wir nehmen auch die halb gegessenen Äpfel mit. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal eine Rast. Einmal zum Lager. Und dann... Ja, wir wollen den Tag beenden. Und wir gehen einmal schlafen. So, wir könnten jetzt theoretisch einmal das Bärenei, nicht Löwen. Das würde das auffüllen, aber ich würde sagen, das sind schon mal, die Äpfel sind schon mal 30. Brauchen wir noch 10. Das ist zu viel. 32. Scharfe Würstchen 35.
getrocknete Schweinewurst. 1 für 2. Haben wir 1 für 2? 4. Da. Ach, die hatte ich, hatte ich die schon? Ne, warte, nimm die weg. Dann nehme ich einmal den Fisch. Lange Rast. You don't rest well, flitting between dreams and nightmares. Maybe you break your meditation because you know something is wrong. Or maybe you just get lucky. Shit. No, no, it's not what it looks like. I swear. I wasn't going to hurt you. I just needed, well, blood. There, in the dim firelight, you see him for what he really is. A vampire, a slave to sanguine hunger. Ja, und das ist mir in der letzten Nacht dann auch passiert. Nicht zu glauben, dass ich es nicht begriffen habe. Wir haben sogar euer Proviantwildschwein gefunden. Naja, ich hab's ja geahnt. Wann habt ihr das letzte Mal getötet? Diese Woche? Gestern? Nahkampfangriff, dir einen Flock schnappen und dich auf das Monster stürzen. Ich weiß es nicht. I've never killed anyone. Well, not for food. I feed on animals, boars, deer, kobolds, whatever I can get. But it's not enough. Not if I have to fight. I feel so weak. If I just had a little blood, I could think clearer, fight better. Please. A strange sensation courses through you, and your companion's mind unfolds, secrets half revealed. Okay, wir versuchen einfach mal in seinen Geist einzudringen. Und wir brauchen nur eine 2. Gut, das ist jetzt, denke ich, machbar. What's this? What's happening? A shiver runs across your mind. You feel sated. His mind opens up, revealing cracked and quivering memories. At their heart, you see dark eyes commanding you to feed. You open your mouth and bite down, not into a tender neck, but into the twisting body of a rat, the only thing your master lets you eat. Yes. Yes, I ate whatever disgusting vermin my master picked. So you can see why I'm slow to trust you. But I do trust you. And you can trust me. Ich vertraue ihm nicht eine Sekunde. Because we don't have a choice. Not if we're going to save ourselves from these worms. I need you alive. You need me strong. Please, only be a taste. I swear. I'll be well, you'll be fine. Mm. And everything can go back to normal. Nein. No. No, of course. Silly of me to even ask. I'll go and find something on four legs to eat, I suppose. See you in the morning.
watch him stalk away, slumped, sulking, and ready to kill. Der Hund ist da. Also, ich habe ihm ursprünglich erlaubt, von mir zu trinken. Und wenn man ihn nicht gewaltsam stoppt, hört er nicht auf zu trinken, bis man tot ist. Und dann am nächsten Morgen sagt er, oh, das war schrecklich, ist passiert, und geht da an seinen Platz. Ja. So viel zu You Can Trust Me. Hallo. Ein süßes Wauzi. Ich wünschte, ich könnte ihn mitnehmen anstelle des Vampirs. So, dann reden wir doch mal mit ihm. Something's on my mind. Morning. I hope last night's little unpleasantness hasn't left a bad taste in your... Well, I hope there are no bad feelings. Ich würde das schon klarstellen wollen. And you're lucky I'm not a true vampire. Last night could have gone very differently if I'd magically summoned a pack of wolves. Alas, I'm just a spawn. All of the hunger, few of the powers. Oh no, I should be cinders in this light. I hadn't seen the sun for 200 years before we crashed here. Someone, or something, wants me alive. They've changed the rules. Standing in the sun, wading through a river, wandering into homes without an invitation. They're all perfectly mundane activities now. As for my other quirks, well, we can figure those out in time. That's my theory, but who knows? I'm just glad you're being sensible about these revelations. I was worried people might turn up with torches and pitchforks. Kann auch passieren. Although there's still time. A vampire. Well, that explains the pallor. Given our group's nature, I don't see much harm. We're each monsters in the making, after all. For his sake. He best not develop an appetite for Gif Yankee. Davon passt mir keine Antworten. Ich vertraue ihm nicht. Ob wir ihn brauchen, weiß ich nicht. Und die beiden wegschicken, wegen ihm, ganz sicherlich nicht. Ich hätte gern Option 4, wo ich sage, solange er sich benimmt, darf er bleiben. Ich weiß es nicht. Ich will jetzt die beiden auch nicht, den beiden nicht ans Bein pinkeln wegen ihm. Dann finde ich, ja. Quite the opposite. I'm here in the spirit of openness and honesty to work together as a team. Fine. He stays till he's no longer of use. Besides, my flesh is not so easily tasted. Unless, of course, I have offered it. There now. We're all friends again. Shall we go? There's a long day ahead of us. Yeah. Ich vertraue ihn nicht. Ich mag ihn nicht einmal. Aber er ist nun mal dabei. So. Er hat keine Heiltränke mehr. Sie hat keine Heiltränke mehr. Ich müsste dringend mal die Heiltränke aufstocken.
Stapel teilen. Oder herausfinden, wie ich sowas selber braue. Erstmal die wichtigen Leute. Da, du kriegst einen. Mehr hast du nicht verdient. Verdammter Vampir. Nee, warte, ich wollte mal eben da gucken. Was haben wir hier noch? Verdünntes Öl der Schärfe. Einmalige Anwendung. Oder Verwendung. Da steht jetzt aber nicht, wie lange das anhält, ne? Bezieht deine Waffe damit, um einen Bonus von plus 2 aufs Angriffswürfe mit der erhöhten eingeölten Waffe zu erhalten. Einmalige Verwendung, aber wie lange hält das an? Das ist die Rüstung, die mir die mehr Schaden von Tieren verursacht, ja. Wir müssten eigentlich erstmal bei Gelegenheit mal Heiltränke auffüllen. Oder kann ich mir die hier im Lager irgendwo herstellen? Stapel fleckigen Handbüchern. Ist das dann alchemitisch vielleicht? Nee. Ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt irgendwas... Das geht, glaube ich, nur bei den Händlern. Nicht in unserem Lager. Schade eigentlich. Oder vielleicht kommt das noch. Kann ja alles sein. Okay, reden will mit mir keiner mehr. Dann sagen, ich beende die Folge an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.